Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Nach der Restauration des 2465B ist eigentlich alles okay, mit einer kleinen Ausnahme. Das Triggering scheint irgendwie noch eine Macke zu haben. Ich habe hier ein Signal von 3 MHz, frisch eingeschaltet. Das Signal ist sehr, sehr stabil. Und nach einer bestimmten Zeit, also vermutlich Erwärmung, wandert ein Punkt, wie moduliert, über das Signal, über die Zeichnung des Sinussignals. Ich werde das kurz zeigen, und nach vielen Recherchen, Googlen, Tektronics und im Tech-Forum scheint es, dass doch das Trigger-IC irgendwie eine Macke hat. Der nächste Schritt wird sein, dieses Trigger-IC zu ersetzen. Ich habe eines gefunden. Es hat sich auch gezeigt, wenn man das Gerät öffnet, dass dieses IC vermutlich schon irgendwann mal gewechselt wurde. Es wurde daran gebastelt. Es passt irgendwie nicht zu den anderen. Die Farbe stimmt nicht. Auch das Logo in der Mitte ist irgendwie, ja, gekratzt. Es könnte auch ein Klon sein oder ein nicht originales IC. Ich werde diesmal wechseln und schauen, ob ich dann noch diese letzte Macke, die eigentlich nicht unbedingt stört für den täglichen Gebrauch, aber doch einfach halt, wenn man das perfekt machen will, doch irgendwie stört. Im Moment ist alles noch stabil, und ich werde mal in einer halben Stunde wieder schauen und das Video wieder weiterführen. Nach etwa 10 Minuten fängt das leichte Zittern bereits an. Ich ändere jetzt nichts am Trigger, aber das ist schon ein erstes Anzeichen, dass sich dieses Signal verändert. Interessanterweise ist es vor allem bei den ungeraden, wenigstens am Anfang, also 3 MHz, 5 MHz, dies ist jetzt das 3 MHz nochmals, wenn ich um 100 Hz schiebe, ist das Problem weg. Ich kann es auch mit dem Hold-Off-Schalter, wenn es nicht zu arg ist, korrigieren, das heißt, oder ausblenden. Also es muss irgendwie mit dem Triggern zusammenhängen. Also 3 MHz und dann 3 MHz plus 100 Hz, und schon ist das Phänomen verschwunden. Wenn ich höhere Frequenzen einschalte, also 10 MHz und plus, ist das Phänomen nicht vorhanden. Also es geht in etwa, oder das Phänomen ist in etwa bis 10 MHz ersichtlich, darüber nicht mehr. Und am Anfang, wie gesagt, ungerade, bei den Geraden ist es nicht, aber mit zunehmender Dauer ist es dann bei allen Geraden Frequenzen, also 1, 2, 3, 4, 5 MHz. Dazwischen nicht. Ein weiteres Video in etwa 30 Minuten. Nach weiteren 10 Minuten ist die Modulation des Signals schon recht gut sichtbar. Aber man sieht jetzt doch, dass da irgendetwas moduliert. Viele Foren, also viele Posts in Foren sagen, dass es irgendetwas mit dem Grid Bias zu tun haben soll. Das war bei mir nicht der Fall. Also der Grid Bias hatte keinen Einfluss. Aber wenn ich jetzt den Hold On einschalte, dann sieht man, dass ich das wegzaubern kann. Also das ist eine Trigger-Einstellung, und mit der Trigger-Einstellung kriege ich diese Modulation weg. Also muss es offensichtlich etwas mit Trigger zu tun hat. Das ist meine Vermutung. Ich werde dies weiter verfolgen. Jetzt gibt es gar keine Zweifel mehr. Das Phänomen hat sich nun verstärkt. Und je nach Amplitude und Anzahl Perioden, die man anzeigt, ändert sich dieses Problem. Also wenn ich jetzt nur 1,5 Perioden anzeige, dann ist das Problem weg. Wenn ich viele anzeige, ist es da. Mit 3 ist es am stärksten. Und je nach
Amplitude ändert sich nichts. Eher, ich würde mal sagen, eher bei tiefer Amplitude oder niedriger Amplitude. Skalierung, es ist ja nicht die Amplitude, die sich ändert, sondern die Skalierung, ist es ein bisschen verstärkt. Also das Phänomen ist doch jetzt sehr prominent vorhanden. Noch einmal, mit dem Hold-Off kann ich es eliminieren. Also der Hold-Off ein bisschen einschalten und adjustieren oder anpassen, dann ist das weg. Also eine Trigger-Einstellung zusätzlich. Oder aber, was ich jetzt noch einmal mache, 100 Hertz dazu von 3 MHz und dann ist es auch weg. Kommt wieder zurück. Das ist in etwa die Situation. Ich dachte, schlimmer geht's nimmer, aber es geht schlimmer. Also das ist jetzt wahrscheinlich so ziemlich genau eine Stunde. Also es ist ein Hitzestau, es ist ein Wärmeproblem oder ein Wärmeableitungsproblem. Und wir werden das simulieren, das Ganze noch einmal mit offenem Gehäuse, mit einem Ventilator und mit ein bisschen Kältespray werden wir der Sache auf die Spur gehen.